Ja, hier ist der Titel von Wake News, Radio Wake News TV. Wir haben hier heute eine Live-Aufzeichnung zu einem enorm interessanten Thema, nämlich Erkennen, Erlernen und Erleben der unendlichen menschlichen Möglichkeiten. Ja, und das wird natürlich auch im Rahmen unseres Wake News Vital-Programms hier mit übersandt. Und ich habe einen Interviewgast hier bei mir heute, und zwar Egor. Egor ist seit dem 10. Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen, bis zu seinem 27. glaube ich, war er in Deutschland und hat dort unter anderem in Bremen und Düsseldorf gelebt. Der wird uns da gleich vielleicht noch was dazu sagen. Und Egor ist ein enger Mitarbeiter von Olga Podrowskaja, die also eine ungeheuerliche Entdeckung für sich selbst gemacht hat, die sie nun an Menschen weitergibt, schon seit vielen Jahren, und dort sehr erfolgreich ist. Egor, bist du schon drin? Ja, hallo, ich grüße alle Zuhörer und Zuschauer. Ja. Hallo, Detlef. Klasse, wir kommen gleich zu dir. Bevor wir allerdings mit dir starten, du hast ja Olga Podrowskaja kennengelernt, etwa vor anderthalb Jahren, und hast dort ein Seminar auch mitgemacht in Moskau, und zwar zu dem Thema Lichtnahrung, und arbeitest seit der Zeit sehr eng mit ihr zusammen. Und ihr wart auch schon Anfang des Jahres mal bei uns hier in der Schweiz, und da hatten wir schon über ein solches Interview gesprochen und haben auch schon eine erste Aufzeichnung gemacht. Wollten die aber noch einmal ergänzen durch aktuelle Informationen, die natürlich jetzt da sind. Aber vielleicht, bevor wir starten, sollten wir uns noch einmal ganz kurz informieren über Olga selbst. Nämlich Olga Podrowskaja wurde im Jahr 1970 in der Ukraine geboren. So zitiere ich aus der Biografie, sie erlebte hier ihre erste spontane Astralreise, als sie 14 Jahre alt war. Dann erkannte sie, dass eine Person nicht sterben kann, und beschloss, die Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen Körpers zu erkunden. Seit sie 18 Jahre alt ist, interessiert sie sich für die östliche Kultur und die Suche nach der Erleuchtung. Und mit 20 besuchte Olga Meister der tibetanischen und indischen Traditionen, Taoismus und Zen. Sie verbrachte mehrere lange einsame Retreats, das kann man auch als Ruhepausen bezeichnen, und widmete sich der Praxis des Atmens und Fastens. Und im Alter von 19 erlebte Olga die Erleuchtung und das Bewusstsein für die Natur ihres wahren Selbst. Und im Jahre 2010, nach einer langen Atmungpause, begann ihr Körper sich spontan in Licht aufzulösen. Die Erleuchtung und der Übergang ihres Körpers zum Zustand des Lichtes wurden zum Hauptthema ihrer Forschung. Und bis 2010 führte sie ein einsames Leben der Meditation. Dann wurde sie in die Praktiken vom tibetanischen Dzogchen-Meister und den anderen traditionellen Lehren initiiert. Und in 2010 realisierte sie ihre eigene Erleuchtung. Dies ermöglicht die Technologie der Erleuchtung zu schaffen, das einzigartige Erklärungssystem und die Aufmerksamkeit der Zuhörer, die dadurch ihren Weg der spirituellen Suche beenden können. Und im Jahre 2011 ging sie über zur Lichtnahrung durch ihre eigene Methode, für die sie das Urheberrecht, das Copyright auch erhielt. Diese Methode des Übergangs zur Lichtnahrung ist die einzige zertifizierte Technik weltweit, entworfen für alle, die den Weg der Evolution gehen und mit körperlicher Nahrung aufhören wollen. Es ist absolut sicher in Bezug auf die körperliche und geistige Gesundheit.
und ich zitiere weiter, basiert nicht auf der Grundlage des trockenen Fasten, spezielle Einleitung, mystische Einstellung von Vibrationen. Es ist natürlich und physiologisch. Und dieses Verfahren haben bereits mehrere tausend Menschen erlebt. Und im Jahre 2012 entwickelte sie dann die Methode für den Übergang zur pranischen Atmung und organisierte die Internationale Vereinigung für Lichtesser, International Association of Breatherians, oder Breatherians, wie man es aussprechen möchte. Auf der Grundlage der Internationalen Vereinigung organisierte Olga dann den 1., 2., 3. und 4. Internationalen Kongress Lichtnahrung und Unsterblichkeit, wo Studenten von Olga und andere bekannte Lichtesser in der Welt ihre Erfahrungen teilen. Und auf den Kongressen präsentierte Olga die Anwendung des Systems der Unsterblichkeit. Olga tritt immer wieder im Fernsehen in verschiedenen Ländern auf und popularisiert die Art und Weise der Lichtnahrung. Ja, Igor, das war mal ein Zitat aus der Biografie von Olga, Olga Podrowskaja. Wir sehen sie auch hier im Bild. Und Olga ist wirklich eine faszinierende Persönlichkeit oder ein faszinierender Mensch. Ich habe sie auch selbst schon kennengelernt. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir freuen uns natürlich, aber mal über ihre neue Art, also neu insofern, dass es für die meisten ja unbekannt ist, noch zu sprechen. Denn wir sind ja in einer Phase, wo wir also alle nach den nächsten Schritten suchen. Ja, oder Schritten zur Vervollkommnung unseres Lebens und vieles ist im Umbruch. Ja, und Igor, vielleicht kannst du uns da ein wenig noch helfen, indem du vielleicht hier ergänzt oder auch vielleicht noch ein bisschen was zunächst natürlich zu dir selbst sagst. Dankeschön, Detlef. Hallo nochmals alle zusammen, willkommen. Erstmals will ich sagen, ich bin ja seit anderthalb Jahren, wie Detlef schon erwähnt hat, mit Olga zusammen, arbeite eng mit ihr und insofern komme ich auch sehr viel mit englischer Sprache und Russischen in erster Linie in Berührung. Mein Deutsch wird vielleicht an einigen Stellen ein bisschen in Irrungen kommen. Da bitte ich dann um Verständnis. Ja, und wie du auch richtig gesagt hast, hat Olga bis vor 5 oder 6 Jahren ein sehr zurückgezogenes Leben geführt und die ganzen Praktiken eher sich selbst gewidmet. Als sie dann bestimmte Erfahrungen und Realisationen, so wie zum Beispiel der Erleuchtung und des Lichtkörpers, selbst durchgemacht hat, hat sie das moralische Recht in sich verspürt, das auch anderen Menschen weiterzulernen. Das Wissen hatte sie natürlich schon vorher. Aber das moralische Recht, das hat sie noch nicht so richtig gefühlt. Und ja, als das dann passiert ist, hat sie auch die Initiationen, wie du auch beschrieben hast, in die traditionelle Unterrichtung in den östlichen Schulen gefragt und bekommen. Sie haben gesehen, dass sie diese Erfahrungen hat und ihr das gegeben. Und sie hat gesehen, dass ihre Erfahrungen mit deren Erfahrungen übereinstimmen. Und das hat sie motiviert, ihr System dann doch sehr öffentlich zu machen und da heranzugehen. Und ich habe ja bis vor zwei Jahren habe ich selbst, war ich Student, habe freie Kunst studiert und da war ich selbst auf der Suche, hatte meine Ideen über Kunst, über Kreativität und für mich war Spiritualität oder die Grenzen des Geistes, des menschlichen Wesens, das war für mich alles mit Kreativität verbunden und ich dachte, in der Kunst sind wir doch die Kreativsten, das hat doch damit was zu tun. Fand mich dann aber auch in sehr vielen Sackgassen und Problematiken wieder, weil ich experimentierte dann auch mit allem Möglichen, mit Meditationen, mit der Nahrung, mit energetischen und physischen und psychologischen Praktiken, ist ja alles verbunden, man kann ja nicht eins von dem anderen trennen, wir sind ja alle miteinander verbunden. Und habe dann auch bestimmte Fehler gemacht und mich in bestimmten auswegslosen Situationen wiedergefunden, wo ich mir dann selbst gesagt habe, so, jetzt suchst du mal jemanden, der diese Erfahrung hat und der dir weiterhelfen kann aus dieser Sackgasse, der dir die nächsten Schritte weitergeben kann.
Und ich muss zugeben, das ist etwas, was durchweg durch das ganze System von Olga auftaucht, eine schrittweise Abfolge und eine Logik, wie du auch beschrieben hast, die nicht auf Magie, nicht auf Ritualen basiert ist. Also ich sage nichts gegen Magie und Rituale. Ich sage nur, dass es gibt einen natürlichen Energiefluss und wir können direkt damit zusammenarbeiten, also mit der Physiologik, mit der Energologik und der Psychologie. Und genau das liefert auch Olga. Und insofern habe ich jetzt gerade eine sehr schwierige Aufgabe vor mir, nämlich aus meinem seit anderthalb Jahren angesammelten Erfahrungsschatz, Beispielen von anderen, aus meinen eigenen Erfahrungen der Praktik und aus den Erfahrungen, die Olga mir schildert und die ich dann sehe auch mit dir, das alles getreu hier wiederzugeben. Aber ich freue mich und möchte nochmal für diese Möglichkeit danken. Ja, und um ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen, möchte ich sagen, dass auf der Grundlage, wie du auch schon erwähnt hast, ihrer Erfahrung, hat Olga dieses einzigartige System erschaffen, die Umsetzung der physischen Unsterblichkeit und des Lichtkörpers. Das klingt so unglaublich, aber ihre Schritte, die sie den Menschen erklärt und beibringt, sie finden tatsächlich statt. Und da kann ich in Beispielen, ja, sehr viele Beispiele nennen, die ich in meinen anderthalb Jahren jetzt angesammelt habe, was ich gerade auch gemeint habe. Und ich bin selbst ja Teilnehmer und Organisator von diesen Seminaren und verfolge erstaunliche Veränderungen bei den Menschen. Im Prozess der Reinigung des Körpers und der Meditation kommt eine neue Wahrnehmung des Verständnisses von sich als Mensch und der Welt. Und die Welt verändert sich, die Wahrnehmung verändert sich. Die physikalische Atmung kommt zum Beispiel komplett zum Stillstand. Oder die Notwendigkeit, Lebensmittel zu verwenden, geht verloren. Die Hauptkategorien unseres Lebens, in denen wir Energie verschwenden, sind Ernährung, Atmung, Liebesarbeit mit den Partnern. Und das Ergebnis, altern wir. Wir werden krank und sterben, wenn in diesen Feldern Ungleichgewichte sind oder Blockaden sich angestaut haben. Aber wir sind nicht daran gebunden, in diesem Zyklus des Todes mitzuarbeiten. Und am Anfang hatte ich Angst, dieses Wort in den Mund zu legen, den Zyklus des Todes. Aber nach anderthalb Jahren Erfahrung verstehe ich total, warum Olga das sagt, weil ich Menschen sehe, die über diese Grenze hinübergehen. Und es gibt auch Videos in YouTube, wo Menschen das beschreiben, die diese Erfahrung machen. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber freue mich natürlich, wenn dieses Interesse auf mich zukommt und wir dann zusammen ins Detail gehen können. Ja, Ja, und gebt ihr denn auch Menschen Auskunft darüber, die sich zunächst mal nur interessieren, noch nicht richtig mitmachen wollen, sondern erst mal anfragen, wie läuft das eigentlich? Und steht ihr da Menschen zur Verfügung mit ersten Informationen? ja, das ist der allererste und wichtigste Schritt und wir helfen jedermann, der ein Problem hat. Aber es gibt eine ganz bestimmte Grenze, wo wir die Verantwortung für unsere Arbeit übernehmen müssen. Das heißt, also das passiert tatsächlich. Menschen schreiben mir und fragen mich zum Beispiel bezüglich der Diät, wie sie sich ernähren, wie sie sich am besten reinigen können. Das muss noch nicht mal was mit Spiritualität zu tun haben. Und wenn ich sehe, dass der Mensch bereits etwas macht und ich ihm helfen kann, gebe ich diese Definition, gebe ich ihm meine Hinweise. Aber damit wir weitergehen, damit wir zusammenarbeiten gehen, muss ich natürlich eine bestimmte Form von Verantwortung übernehmen. Und dafür muss der Mensch bereit sein, etwas wiederum zu geben. Also es ist und hier ist es sehr wichtig, dass die Menschen bereit sind oder sicher sind, sich in ihrem Interesse. Weil sehr oft treffe ich, um ehrlich zu sein, den Fall, dass die Menschen genau hier nicht genau wissen, ja, was sie wollen, sage ich mal. Sie haben bestimmte Ideen und Vorstellungen, kommen mit diesen Ideen an mich, aber sobald wir diese auseinandersetzen, stellen wir fest, dass es ein komplett neuer Bereich ist, für den sie noch nicht bereit sind. Dann muss die Aufklärung ein bisschen früher ansetzen. Und da gebe ich natürlich den Verweis auf andere Mittel. Also wir bleiben natürlich in unserem Bereich, aber alles, was unseren Bereich angeht, wir helfen den Menschen, das alles sicher und mit Verständnis zu machen. Und ich glaube, dass das die Arbeit von Olga auszeichnet. Und es hat definitiv auf mir Spuren hinterlassen. Jetzt, Igor, damit wir uns das noch besser vorstellen können, wer
wendet sich an euch? Also gibt es da, ist das weltweit oder kommt das überwiegend hier aus dem europäischen Raum? Seid ihr nur im europäischen Raum tätig oder woanders? Sowas interessiert die Menschen natürlich, wer sich an euch wendet. Es wenden sich alle Menschen zu uns, also nicht nur Menschen aus von der ganzen Welt, also Lateinamerika, Europa, Asien, sogar aus Afrika. Menschen aus der ganzen Welt, in den letzten anderthalb Jahren hatte ich Kontakt mit Menschen aus der ganzen Welt. Sie zeigen Interesse nicht nur an den Themen, die sie bewegen, was nicht immer mit Spiritualität allein verbunden ist, also zum Beispiel auch Politik, sondern das bedeutet, dass Menschen auch über diese Ecken zu uns kommen. Und da bietet Olga ja auch eine bestimmte Ansichtsweise. In erster Linie sind Menschen, ich sag's mal so, am besten kann Olga mit den Menschen arbeiten, die bereits bestimmte Informationen über diese Traditionen haben, die also wissen, was sie wollen. Aber im Prinzip wollen wir alle Menschen erreichen, weil wir erleben hier gerade Prozesse, die uns global verbinden. Und Menschen kontaktieren Olga global. Ich weiß, in den letzten anderthalb Jahren das Wissen, das ich angehäuft habe und das Wissen, das ich anhäufen noch werde, betrifft nicht nur unsere Entwicklungsrichtung, sondern auch die Entwicklungsrichtung anderer Lehrer. Und insofern bin ich ziemlich gut darüber informiert, was auf der spirituellen Ebene in der Welt gerade passiert. Und es gibt bestimmte Momente, die außer Acht gelassen werden und bestimmte Momente, ja, die im Gleichgewicht sind. Und insofern, ja. Ja, das ist also unglaublich. Das deckt sich ja im Prinzip überhaupt mit der ganzen Bewusstseinsbildung, die auf allen Ebenen stattfindet, also auch natürlich im politischen, gesellschaftlichen und so weiter Bereich. Ja. Jetzt, wie kann man sich das aber vorstellen? Weil für viele Menschen ist dieser Begriff Lichtnahrung nicht wirklich klar. Natürlich ist das Wort ist eindeutig, ja, die Nahrung und des Lichtes, ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? Könntest du vielleicht mal so beschreiben, wie das, ich weiß, das ist schwierig, aber damit man sich da so eine kleine Vorstellung davon machen kann. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Licht auf diese verzweigte Ecke werfen können. Da Lichtnahrung nicht durch offizielle Wissenschaft und Medizin studiert wird, gibt es keine Erklärung für das Phänomen in der öffentlichen Meinung. Und das Verständnis dieses einfachen Prozesses wird durch Aussagen der Lichtesser selbst gebildet, also der Menschen, die das gemacht haben. Zum Beispiel in Europa bezeichnen sich Menschen als Breatharians oder Lichtesser, die 2 bis 3 Mal in der Woche essen. In Amerika bezeichnen sich, gibt es eine Gruppierung bestimmte Lehrer, die das propagandieren und sie selbst sind auf Säften, also Liquidarians, sie nehmen nur Flüssigkeiten zu sich. Und also dieses Missverständnis geht noch sehr viel tiefer und kann tatsächlich einfach Menschen schaden und der Entwicklung der Transformationen im Weg stehen. Zum Beispiel, ich sage jetzt auf keinen Fall, dass etwas gut oder schlecht ist. Ich zeige einfach nur die Logiken auf, die Prozesse, die hier gerade stattfinden. Jasmuchin hat das ja vor, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren ganz populär ausgerufen. Und sie hat die Idee oder stellt die Idee noch auf, dass das Leben ohne eine Mahlzeit eine Energieleistung ist. Und in ihren Empfehlungen müssen wir von trockenen Fasten und Meditationen ausgehen und uns mit aufgestiegenen Meistern verbinden. Und jetzt auf der ganzen Welt. Menschen machen diese 21-tägigen Prozesse von Jasmuchin und die meisten kehren zur normalen Ernährung zurück, kommen einfach zu einer anderen Form von Diät, im besten Fall. Im ungünstigsten Fall haben sie ihr Gleichgewicht, an das ihre Ernährung gewohnt war, aus dem Ruder gebracht und müssen sich mit nirgends erwähnten Resultaten rumschlagen. Also die negativen Seiten werden sozusagen nicht ganz in diesem Markt nach oben getragen. Davon spricht einfach niemand. Und es gibt natürlich auch die, die dann, zumindest niemand spricht davon öffentlich.
In unserer Arbeit muss ich natürlich ganz deutlich sagen, dass wir den Prozess im Detail auseinandernehmen, auf physikalischer Ebene auch. Es gibt nicht, und um die Idee von dem Jasmuchin-Prozess einmal zu Ende zu führen, es gibt auch die, die dann tatsächlich nach diesen 21 Tagen nichts mehr essen und trinken. Aber das sind Menschen, die jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, diesen Prozess mehrmals im Jahr durchmachen und im Endeffekt sehr unkontrolliert durch die physiologischen Prozesse durchbrechen. Und wenn es denn die Psyche noch erlaubt, diesen Schritt zu vollenden, ja, dann kann man sagen, dass das tatsächlich erfolgreich ist. Oder der Mensch ist genetisch bereits vorbereitet. Aber in unserer Zeit wird das immer schwieriger der Fall. Ja. Der wichtigste Grund ist, und das ist etwas, was ich vor einem Monat in dem Festival in Italien, The Pranic World Festival in Italien, gehört habe von den Meistern, von den Lehrern, die das propagandiert haben. Also der wichtigste Grund, warum die Menschen, die zu die Lichtnahrung übergehen, dann aus der Öffentlichkeit verschwinden, ist, dass die Form von Glück, die in unserer globalen Gesellschaft verbreitet ist, eigentlich eine sehr aggressive Form ist. Und wenn der Mensch eine bestimmte Ebene von Glück, also zum Beispiel Lichtnahrung, ist ja eine Form von Freiheit, frei von Abhängigkeit von Glutamaten, Chemikalien, frei von Gewohnheiten, das ist jetzt individuell, wem was gehört, ist in der ganz normalen Gesellschaft, nimmt man dann das Glück was als eine sehr aggressive Form wahr. Und das ist dann ein sehr großer Unterschied. Deswegen zeigen sich sehr wenige Menschen, die das dann machen. Ja. Bist du denn selbst auch, Igor, schon so weit, dass du das also auch praktizierst mit der Lichtnahrung? Ja, also so oft wie ich die Geschichte mittlerweile erzähle, komme ich mir ein bisschen wie Olga vor. Aber natürlich ist das ein Teil meiner Geschichte und ich muss das erzählen, da ich in dieser Position bin. Vor anderthalb Jahren, als ich das Webinar bei Olga gemacht habe, hat es bei mir psychologisch gefunkt. Meine Psyche hat das durchgelassen und am nächsten Tag gab es für mich keine Assoziationen mit dem Essen mehr. Also anders kann ich das nicht beschreiben, aber ich habe einen Monat lang sozusagen in diesem Zustand gelebt. Ich habe dann jeden dritten Tag etwas gegessen, weil mein Körper nicht genug Energie hatte, mit den physikalischen Problemen, mit der Reinigung fertig zu werden. Und nach einem Monat bin ich dann zurück zu irgendeiner Form von Diät, was im Prinzip dann alles auf einmal war und besser mehr als weniger, zurückgekehrt. Und jetzt nach anderthalb Jahren, nachdem ich diesen Prozess, also natürlich hilft mir Olga auch und dadurch, dass ich mit Menschen arbeite und das denen auch erkläre, habe ich ein tiefes Verständnis von dem Prozess im Detail, kann ich sagen, dass ich esse, was auch immer ich will. Halte mich an keine Diät, ich faste nicht, wenn mein Körper nicht danach fragt, ich meditiere nicht, also nicht im besonderen Sinne auf diesen Erfolg gezielt, aber dadurch, dass ich den Prozess korrekt im Gleichgewicht in der richtigen Richtung am Laufen halte, nimmt mein physischer Körper einfach sehr wenig an. Also gekochtes fällt mir sehr schwer, einfach den Rachen runterzuschlucken. Säfte empfinde ich, um ehrlich zu sein, auch ganz schwierig. Meine Diät gerade die letzten zwei Wochen, wobei ich versuche, den Prozess auch langsamer laufen zu lassen, das heißt mehr hartes Essen zu mir zu nehmen, damit ich nicht zu sehr in den Prozess hineinkomme, weil sonst kann ich mit den Menschen gar nicht mehr reden und muss erstmal meine Sachen zu Ende führen. Meine Diät gerade besteht aus einem Liter Saft gemischt mit Wasser am Morgen, Früchten über den Tag und am Abend auch Wasser. Und das ist optimal für mich. Mein Gewicht hält. Ich habe niemals bei meiner Größe von 1,90 habe ich mein Leben lang, egal wie ich gegessen habe, seit Geburt, nie über 75 Kilogramm gewogen. Und jetzt gerade bei dieser Form von Diät wiege ich 62, 63 Kilogramm und ich fühle mich ausgeglichen und stark. Keine Schwächen, keine Probleme. Der einzige Nachteil ist, dass bestimmte Reinigungsprozesse ablaufen. Ja, und ich manchmal einfach sehr viel schlafe, so wie zum Beispiel jetzt gerade. So an die 10-9 Stunden. Aber dann gibt es wiederum Zeiten, wo ich 6-5 Stunden schlafe. Das hängt einfach mit der Intensität zusammen.
Ja, es ist ja interessant, eben auch das praktische Erleben mal mitzubekommen. Aber letztendlich, alle, die sich jetzt für diese Techniken interessieren, für diese Erleuchtungsschritte, wenn man so will, da ist es natürlich anzuraten, das nur unter Anleitung zu machen. Und dafür bietet Olga oder ihr bietet da Seminare oder entsprechende Phasen an. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erläutern. Definitiv, danke schön. Das ist ein Moment, den ich hier ganz klar herausstellen möchte. Nicht viele Menschen präsentieren sich so wie Olga. Und nicht viele Menschen sind bereit, das entgegenzunehmen, was auf jemanden wie Olga zukommt. Ich möchte jetzt nicht auf all die Fragen und Missverständnisse eingehen bezüglich der Umstände, in denen Olga ist oder das präsentiert. Sie hat auch ein persönliches Leben und Menschen haben einfach sehr viele Ideen. Der Punkt ist einfach, dass unser Körper komplizierter ist als unsere einfachen Ideen. Und ich von meinem persönlichen derzeitigen Standpunkt empfehle niemanden, irgendwas ohne Verständnis zu machen. Zumindest jemanden fragen, der bereits diese Erfahrung hat. Wie gesagt, ich werde ständig, nicht ständig natürlich, aber es passiert andauernd, dass Menschen zu mir kommen, die Prozesse anderer Menschen gemacht haben, andere Lehrer gemacht haben, die das nicht so erklären, wie Olga das macht, die dieses Verständnis nicht geben im Detail, die den Menschen diese Selbstständigkeit nicht geben. Sondern der Schüler, der bleibt abhängig von dem Meister, nachdem das Seminar zu Ende ist, dann puff, sind alle Resultate weg. Also das ist ein ganz großer Unterschied und ich empfehle niemandem, diese ernsten Sachen anzugehen, ohne richtiges Verständnis. Weil wenn man sich einmal frei macht, dann ist man in komplett anderen Umständen, dann sollte man dazu bereit sein. Ja, okay. Das sollte man also wirklich deutlich sagen, also keine Selbstversuche ohne das zu können. Ne? Ja, und ich spare mir hier in dieser Zeit all die Beispiele, die ich erlebt habe, weil das geht ins Endlose. Olga bietet natürlich in erster Linie Seminare und Webinare an. Das sind Erleuchtung, Lichtnahrung, pranische Atmung. Das sind die drei Seminare, die auch als Webinare gegeben werden können, wenn der Mensch nicht in der Lage ist, natürlich persönlich anwesend zu sein. Im Endeffekt, um ehrlich zu sein, ziehen wir Webinare vor, weil der Mensch dann tatsächlich mehr auf sich selbst die Aufmerksamkeit legen muss, weil er dann selbst für den eigenen Prozess verantwortlich ist und weil der Meister nicht in der Nähe ist und dann sind die Menschen mehr gezwungen zuzuhören und in den Prozess einzudringen. Insofern haben Webinare einen bestimmten Vorteil. Aber Seminare haben auch einen Vorteil, nur können wir uns derzeit noch nicht verdoppeln und klonen. Aber wie offen zum Beispiel Webinare ab? Kannst du das mal schildern? Wie ist das? Also da meldet sich bei euch an und was passiert dann? Ja, also das Erste, was ich natürlich sagen muss, jeder, der sich für die Webinare bei Olga anmeldet, muss bereit sein, tatsächlich etwas zu erfahren, was er nicht bereit ist. Weil wir werden mit Logik sehr tief in den jeweiligen Bereich eindringen und da wird von den Menschen einfach verlangt, dass sie arbeiten. Und zum Beispiel, wenn ein Mensch einfach gutes Gefühl haben will. Ich könnte jetzt ein Beispiel nennen. In meinem ersten Webinar, das ich geführt habe, kam eine Frau zu mir und hat gesagt, Lichtnahrung ist mein Traum. Ich möchte das realisieren und ich werde alles Mögliche dafür tun. Und ich sage, okay, ich lass uns anfangen zu arbeiten. Ich werde dir im Detail und Schritt für Schritt erklären, was du machen musst. Und wenn du es machst, hängen die Ergebnisse nur von dir ab. Aber wir können dir bei jedem Problem, das auftaucht, helfen. Das Interessante ist, dass die Frau das Interesse an der Lichtnahrung verloren hat, nachdem wir im Thema Erleuchtung unterschiedlicher Meinungen waren. Das bedeutet, für mich ist ganz klar, diese Frau war nicht an Lichtnahrung interessiert, sie war daran interessiert, ein schönes Gefühl zu erhalten oder bestätigt zu bekommen und dachte, dass sie auf eine magische Weise, ohne selbst etwas machen zu müssen, Resultate erzielen wird. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir betreiben hier keinen energetischen Vampirismus und wir wollen mit Menschen arbeiten, die sich selbst befreien wollen und nicht wollen, dass irgendjemand das für sie macht. Und das gilt für absolut jedes Seminar, jeden Retreat von Olga und jedes Webinar. Das heißt, die Menschen müssen bereit sein, im Fall von Lichtnahrung 5 Stunden lang
plus dann noch die Fragen, die, in die Details des Prozesses einzutauchen und sich klar zu machen, was für Schritte sie zu tun haben. Und das Gleiche gilt für die Erleuchtung. Es ist immer wieder erstaunlich. Erleuchtung ist ja im Osten, in der östlichen Kultur, die höchste, das höchste Sita, also die höchste Form der Realisation. Erleuchtung ist eine Form der Unsterblichkeit, die erste Form der Unsterblichkeit. Weil wenn unser Bewusstsein nicht, was ja auch, mich freut ehrlich zu sein sehr, dass ich über andere Kanäle immer wieder wahrnehme, dass dieses Thema in Deutschland sehr aktuell ist. Wir sind nicht unser physischer Körper, aber wir identifizieren uns sehr stark damit. Und wenn unser Bewusstsein das, das begreift, das in der Lage ist, das alles, das ganze Spektrum wahrzunehmen, dann werden wir nicht mit dem physischen Körper zu Ende gehen, dann werden uns, wird unsere Existenz weitergehen. Und es ist nichts Unglaubliches dabei. Es ist etwas, was wir tatsächlich durch wenige Schritte, durch gezielte Aufmerksamkeit, die wir gezielt richten, in die richtige Richtung und im Gleichgewicht bleiben, erreichen können. Dann ist es natürlich eine Frage, dass wir arbeiten müssen und uns das zur Gewohnheit, diese Wahrnehmung zur Gewohnheit machen müssen, damit sozusagen die Frucht gereift ist und dann sich das alles in uns verbreiten kann. Aber das bedeutet auch, dass der Mensch, manche Menschen bekommen dieses Resultat sofort, oder die meisten bekommen diese Erfahrung sofort bei dem Webinar Erleuchtung. Andere müssen eben ja arbeiten. Und wir brauchen 3 bis 4 Stunden im Webinar hauptsächlich, um mit den Ideen und den Vorstellungen der Menschen ja, um aufzuzeigen, warum das nur Ideen sind und warum das sozusagen nicht unsere Natur ist. Also mit den Vorstellungen der Menschen müssten wir die meiste Zeit arbeiten, weil die Technologie an sich im richtigen Moment angewendet, nimmt sehr viel Zeit, sehr wenig Zeit an. Wie ich bereits gesagt habe, ist das die Ausrichtung der Aufmerksamkeit in der richtigen Richtung. Und die pranische Atmung. Da brauchen wir 4 Tage. Die pranische Atmung ist fundamental für die ganze Realisation der physischen Unsterblichkeit. Und es ist auch hier Schritt für Schrittweise abfolgend, alles machbar, logisch und nichts mystisch oder verschleiert. Und wir brauchen 4 Tage, um sicher zu sein, dass der Mensch das nicht nur richtig ausführt, sondern dass er auch die Bedeutung dieser Praktik richtig versteht. Weil auch hier, unser Körper ist komplizierter als die einfachen Ideen, die wir haben. Ja, das ist also spannend. Also, weil es ist eine sehr persönliche, eine eigene, individuelle Arbeit, die notwendig ist. Das heißt, es geht nicht für alle gleich, sondern es ist schon auch individuell zugeschnitten, oder? Die Prozesse, die wir durchmachen, sind alle bei allen Menschen gleich. Wir haben alle nur einen spirituellen Weg sozusagen, den wir auf unterschiedlichste Art und Weise angehen. Mhm. Und das ist etwas auch, das, also wenn es irgendwo dieses Angebot, das wir anbieten, noch bei einem anderen Anbieter gibt, dann freue ich mich. Aber ich kenne niemand anderen, der sonst unbegrenzte persönliche Betreuung zu diesem Thema nach dem Webinar anbietet. Und also wir bleiben in Kontakt, nachdem der Mensch das besucht hat. Aber im Normalfall muss ich natürlich sagen, es dauert ungefähr 2 Monate, dann begreift der Mensch den Prozess komplett, sofern er natürlich arbeitet. Und dann braucht er uns sozusagen nicht mehr. Dann freuen wir uns einfach über die Ergebnisse zu hören und ja, die Resultate zu teilen. Aber an sich, also da gibt es keine Grenze. Wir arbeiten alle an derselben Bewegung. Deswegen nennt Olga das ja auch die Breatharian Association Bewegung. Aber es geht nicht nur über die Lichtnahrung. Ja, also wir arbeiten mit den Menschen, soweit er sich einmal bei uns irgendwo bei einem Seminar angemeldet hat. Danach haben wir die Verantwortung, das Karma bleibt, bis die Verantwortung komplett ja, selbstständig aufgenommen werden kann von den Menschen, soweit er auf den eigenen Beinen stehen kann. Ja, das hört sich so interessant an. Also wirklich, wie geht es dann weiter? Also du hast jetzt über diese Schritte gesprochen, Lichtnahrung, Erleuchtung und pranische Atmung. Was gibt es noch für Teile oder für Phasen bei euch? Mhm.
Hier ist das sehr wichtig, das komplette Verständnis einmal richtig begriffen zu haben, das komplette Bild. Und wie ich bereits gesagt habe, diese Traditionen der Realisation der Unsterblichkeit gibt es auch in der östlichen Kultur. Da gibt es zum Beispiel die tamilischen Siddhi, die tibetischen Dzogchen-Schulen, Taoismus, aber sie alle sind auf drei Elementen aufgebaut. Das ist Erleuchtung, das ist Meditation für die fünf Elemente, aus denen wir gemacht sind und die dann im Licht kombiniert werden. Und das ist pranische Atmung. Von unserem Standpunkt aus müssen wir ganz klar sagen, da gibt es Momente, die nicht beachtet werden, da gibt es Momente, die falsch gelehrt werden und da gibt es Momente, die einfach nicht auftauchen. Wir bieten natürlich allen Menschen an, sich einfach mal einen eigenen Standpunkt zu bilden, mit uns in Berührung zu kommen. Aber diese drei Praktiken oder diese drei Elemente, die sind sozusagen fundamental für das komplette System der Realisation der Unsterblichkeit. Insofern hat Olga das erstmal in diese drei Kategorien unterteilt, damit der Mensch sich das einfacher, erstens den Zugang einfacher machen kann und zweitens, damit er auch in seinem eigenen Tempo das alles praktizieren kann. Nicht alle sind an der Unsterblichkeit direkt von Anfang an interessiert. Und es ist ja auch ein Gedankenbild, was erst da sein sollte, dass es überhaupt eine Unsterblichkeit geben. Ja, deswegen sage ich ja auch. Das ist erstmal, ja einfach für die Menschen, die also überhaupt sich nicht damit beschäftigt haben. Also vermutlich werdet ihr erstmal nur Antworten bekommen von Menschen, die bereits einen gewissen Bewusstseinsstand haben, oder? Ja, das sehr, also ich sag mal, 30% der Menschen, die zu uns kommen, die haben schon die Idee des Lichtkörpers im Kopf. Aber die meiste Anzahl, die wollen tatsächlich irgendwelche Probleme beseitigen, irgendwas mit dem, zum Beispiel die Gesundheitsprobleme lösen. Oder eben zum Beispiel eine Idee realisieren, die dann hoffentlich nicht einfach die Idee eines glücklichen Zustandes ist, sondern die Idee der tatsächlichen Lichtnahrung, des tatsächlichen pranischen Atmung oder tatsächlichen Erleuchtung. Ich sage nichts gegen die Idee des Glücks. Ich sage einfach nur, dass hier es keine Verwechslung stattfinden sollte, weil man muss auf jeden Fall arbeiten. Und natürlich, wenn der Körper nicht bereit ist, von der Lichtnahrung zu leben, dann muss der Körper erstmal, mit dem Körper muss erstmal gearbeitet werden. Dazu müssen die Menschen bereit sein. Und das sind die meisten Menschen. Das geht in die Richtung. Klar. Ja, das ist hochspannend und es macht richtig Appetit darauf. Nicht? Einmal, wenn du mir noch 2 Minuten gibst, würde ich da gerne ein bisschen tiefer eingehen. Ja. Ja. Also da gibt es diese drei Kategorien und bei der zweiten und dritten Stufe pranische Atmung gehen wir natürlich sehr viel tiefer. Also um es sozusagen so zu machen, um es einmal komplett zu beschreiben. Olgas System ist erstmal in diese drei Standbeine aufgeteilt: Erleuchtung, Lichtnahrung und pranische Atmung. Und der Mensch kann alle drei Kurse belegen, um dann sehr tief in das Thema einzusteigen, aber in jedem Fall tiefer in das Thema einsteigen mit uns persönlich, kann man auf der zweiten und der dritten Stufe pranische Atmung. Das muss dann ein Seminar sein, da müssen wir dann persönlich mit dem Menschen körperlich arbeiten. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass pranische Stufe 1, darin ist schon die ganze Information und alle Sicherheitsmaßnahmen und der gesamte Weg für die Realisation gelegt. Also es ist nicht so, dass wir den Menschen hier etwas zeigen und dann sagen, ja, aber du musst erstmal hier das ganze Leben leben oder so viel Geld in uns investieren. Nein, das machen wir gar nicht. Der Mensch kann sich das Programm selbst zurechtlegen. Und in der ersten Stufe ist das natürlich alles schon drin. Aber es hängt von der Intelligenz des Menschen ab und der Bereitschaft zu arbeiten, wie tief er dann eintauchen kann. Ja, das ist klasse. Ja, eben, man ist ja auch selbstverantwortlich mit in dieser ganzen Angelegenheit. Ja, wir haben noch so ein bisschen Zeit zum Schluss jetzt unseres Interviews. Wie konkret kann man sich bei euch anmelden? Hast du da Webseiten, die du nennen kannst? Wie können Menschen euch erreichen? Ja, wir sind auf YouTube, Facebook und in der russischen VK-Netzwerk und unsere Webseite ist www.breatharianassociation.com und
es wird alles noch verfeinert, besser präsentiert werden in der Zukunft. Aber so kann man mit uns in Verbindung kommen. Und ja, ich würde noch gern ein, zwei Worte zu unseren Projekten sagen, die jetzt kommen werden. Und das wird vielleicht ja das auch ein bisschen erklären. Sehr gern, ja. Die Hauptkategorien unseres Lebens, in denen wir Energie verschwenden, sind Ernährung, Atmung, Liebesarbeit mit den Partnern und als Ergebnis altern wir, wie ich bereits gesagt habe. Wir leben in einer Zeit des globalen Wandels und dieser Wandel beginnt immer mehr und mehr offensichtlich zu werden. Wir nehmen ein deutlich änderndes Klima wahr, zum Beispiel was das Wetter betrifft. Auf der ganzen Welt gibt es Naturkatastrophen und diese Situation wird sich ohne Zweifel weiterentwickeln. Und wir müssen uns an die neuen Bedingungen anpassen. Dies gilt nicht nur für das Klima und das Wetter, sondern, wie ich bereits erwähnt habe, für die Nahrung, die Atmung, den Verstand und die Beziehung im sozialen Leben mit den Menschen, die unseren Lebensweg teilen. Im sozialen Bereich entwickelt sich die Zivilisation in Richtung der Globalisierung auf der Grundlage der Transnationalisierung. Und es ist die Bildung eines einheitlichen, globalen Netzwerks von Marktwirtschaft, was die Zerstörung der nationalen Souveränität bedeutet. Dies ist ein objektiver Prozess, der in der Natur systematisch ist, der alle Aspekte des Lebens der Gesellschaft betrifft. Und als Folge der Globalisierung wird die Welt mehr verbunden und mehr abhängig von den Elementen werden, die diesen Prozess wiederum präsentieren. Aber wir können unsere Aufmerksamkeit auch darauf lenken, welche Elemente diesen Prozess erst erlebbar machen. Durch modernisierte Lebensmittel, chemische Zusammensetzung des Trinkwassers verlieren wir die Freiheit und die Wahl, die wir von Gott und der Natur gegeben haben. Diesem Prozess auf globaler Ebene zu widerstehen, ist der einzelne Mensch nicht immer in der Lage. Aber wir können uns schützen. Und in jedem Menschen liegt die höhere Freiheit als Impulsgeber. Und Olga hat das in ihrem vierten internationalen Kongress in Moskau, bei dem ich persönlich anwesend war, zum Schluss erwähnt, dieses Thema aufgenommen. Und ich bin sehr froh, das den Zuhörern und Zuschauern hier einmal sagen zu können. Das ist irgendwo alles online verfügbar und soweit ich die Zeit habe, werde ich das alles ordentlich übersetzen und präsentieren. Aber Olga bietet ja nicht nur Seminare und Webinare. Sie hat auch 21-tägige Prozesse. Und erst seit kurzem, seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren, bietet Olga auch 3-monatige Prozesse an. Weil während eines dreiwöchigen Prozesses, können die meisten Menschen tatsächlich Berührung mit diesen Impulsen, die Freiheiten erlauben, geben und da tiefer einsteigen. Aber nach 3 Wochen gehen die Menschen zurück und wir sind immer noch weiterhin für uns auf uns selbst gestellt, sozusagen in der Gesellschaft. Wenn wir 3 Monate lang zusammen praktizieren, können diese Erfahrungen tatsächlich zu unserer Gewohnheit werden. Und wir behalten das, was wir da sozusagen herausnehmen. Und wenn wir dann zurückkehren, ist das eine andere Position, die wir widerspiegeln. Insofern möchte ich nur darauf hinweisen, dass das Format sich verändert hat. Aber wir sind immer noch sehr flexibel und wir können es anpassen an die Menschen. Und das ist so. Das hat Olga in ihrem vierten Kongress erwähnt, dass die Situation für die Menschheiten, die Freiheiten werden weiterhin eingeschränkt. Sei es darum, dass irgendwann in der Zukunft die Menge an Sauerstoff, die wir einatmen, ganz genau kalkuliert wird oder dass die Nahrung ganz genau kontrolliert wird. Wir können uns davon befreien und zwar auf eine ganz friedliche Art und Weise. Und wir bieten einen Einstiegspunkt, der nicht über Magie oder Rituale geht, an. Und freuen uns, wenn die Menschen daran Interesse haben. Ja, es ist eine ganz neue Perspektive, es ist eine ganz neue Art, sich das vorzustellen, denn wir reden ja auch viel von Autarkie. Das ist ja auch eine Art und Weise, sich eben vom System, vom herrschenden System zu lösen, um eben unabhängiger zu sein. Aber euer Weg ist auch eine Variante dieser Autarkie, oder?
Ja, und das ist etwas, das wir zusammen kombinieren können. Der Ja. Punkt ist einfach der, dass es ist nicht so, dass es nur ein, dass wir nur eine Richtung anbieten und sagen, das ist die richtige Richtung. Alle Menschen müssen zur Lichtnahrung übergehen oder zu in den Lichtkörper übergehen. Nein, wir werden automatisch die Mitte finden. Soweit wir alle autark sind, ganz genau das richtige Wort hier. Aber damit das stattfinden kann, müssen wir einfach mal über unsere Ideen hinweggehen, beziehungsweise unsere Ideen tatsächlich erproben. Und wenn es Alternativen gibt, die mehr Einsicht bieten, die uns die Hinweise logischer erklären und weniger, ich sag mal, emotionale Ungleichgewicht mit sich tragen, dann finde ich, ist das etwas, was ja wie ein Funke eine Revolution auslösen kann und das wird einfach alle anstecken, weil wie wir alle wissen, da wo Licht scheint, verschwindet die Dunkelheit ganz von alleine. Genau, das ist alles. Das suchen wir ja die ganze Zeit, alles zu erhellen. Ja, Ja. das ist prima. Also, es klingt spannend. Und habt ihr jetzt irgendwelche aktuellen Seminare oder Programme oder was ist da jetzt eventuell von euch Oh, aus zu nennen? oh ja, ich krieg gerade hier Energie am ganzen Rücken hoch und runter laufen, wo du das gerade sagst. Als ich Olga getroffen habe, als klar wurde, dass wir miteinander arbeiten, hat sie mir gesagt: Du sprichst drei Spanisch, drei Sprachen, du willst noch mehr Sprachen lernen, du bist optimal, trage mein Wissen in die Welt hinaus. Und das ist sozusagen das, was ich am liebsten auch tue. Und das ist mein Interesse hieran, einfach das zu präsentieren. Weil ich stehe mit meiner Erfahrung und mit meinem Verstand, also das, was ich auch sehe und begreife und erlebe, hinter dem, was ich präsentiere. Und ich bin sehr froh, das bei dieser Gelegenheit erwähnen zu können, dass der nächste dreimonatige Retreat in der Dominikanischen Republik ist. Und wenn die Menschen keine Chance haben, für 3 Monate dahin zu gehen, aber trotzdem das Interesse haben, da in Berührung zu kommen und da ein individuelles Programm zusammenzustellen, ist das alles machbar. Und Olga hat den Preis 50% billiger gemacht, damit sich da genug Menschen versammeln können, damit wir tatsächlich etwas verändern und festhalten können. Fernsehen hat sich interessiert gezeigt, diese transformatorischen Prozesse zu filmen. Oh ja. Und ihr könnt euch vorstellen, welche Sicherheit sozusagen Olga hat, dass das alles machbar ist, wenn sie das alles ankündigt und noch das Fernsehen hinzuholt. Insofern gab es da ja mal den ganz schönen Film, am Anfang war das Licht. Ich möchte Olgas Worte bei dem Festival in Italien jetzt wiederholen. Wir haben jetzt in der Dominikanischen Republik die Chance, einen weiteren großartigen Film zu machen und dieses Thema, diese Bewegung, ja, ein paar Schritte vorwärts zu bringen. Und ich freue mich, genau, in der Dominikanischen Republik vom 1. September bis zum 1. Dezember, 3 Monate. Das Programm findet ihr auf Facebook, ihr könnt in Kontakt mit mir treten. Ja, ich kann auch gerne meine E-Mail auslegen oder wie auch immer. Über Skype schreibe ich am liebsten, da antworte ich am schnellsten, aber das sind dann Details. Ja, super, also das hört sich gut an. Ich würde gerne mitmachen, aber Wir würden dir ein großes Angebot machen. ja, aber wir sind natürlich ja auch engagiert in unserer Arbeit und die ist auch für uns wichtig und für die anderen. Aber nichtsdestotrotz, also wer Interesse hat, meldet sich einfach beim Igor. Wir werden die Kontaktdaten auch nochmal einblenden. Ja, also Igor, das klingt klasse und viele liebe Grüße an Olga. Jetzt am Ende unseres Interviews, gibt es noch etwas Wichtiges, was du den Menschen noch mit auf den Weg geben willst? Das ist der Prozess, den ich in den letzten 1,5 Jahren mit mir selbst durchmache. Ich habe natürlich angefangen mit Lichtnahrung, dann pranische Atmung. Jetzt ist bei mir das Wichtigste Erleuchtung. Aber immer wieder stellt sich immer die gleiche Frage: Was will ich denn eigentlich machen? Ist das, was ich gerade mache, das, was mich tatsächlich interessiert? Und wenn ja, dann freue ich mich darüber und dann bin ich mir dessen bewusst, dass ich mich freue. Und wenn nicht,
dann freue ich mich darüber, dass ich hier mehr Aufmerksamkeit, so wie mit der Taschenlampe, Licht in diese Dunkelheit bringen kann und dann da herausfinden kann, was mich interessiert. Insofern, fragt euch, sollten wir uns alle oder ich lade die Menschen ein, sich selbst zu fragen, wer wir sind, was wir eigentlich wollen, was uns interessiert. Denn jetzt gerade, ihr braucht es mir nicht zu glauben, aber das Leben, wenn man daran Interesse hat und sich offen zeigt, dann wird das Leben uns einfach nehmen, uns aus unseren Gewohnheiten rausreißen und uns in einen Fluss oder in einen Energiefluss, in einen Prozess hineinstecken, wo alles dann ganz anders aussieht und wir ganz andere Möglichkeiten haben und wir sehr viel freier sind. Und das ist meine persönliche Erfahrung. So ist das mit mir ergangen. Und das ist das, was ich als Schlusswort gern hinterlassen möchte. Ja, super, Igor. Ja, dann sind wir am Ende unserer Sondersendung hier im Interview mit dem Igor in Vertretung für Olga Podolskaja gekommen im Rahmen von Wakeness Vital. Ja, ich danke dir, Igor, und wie gesagt, sende unsere Grüße. Und wer also mehr wissen möchte, kann sich also hier an die eingeblendeten Informationsadressen wenden und der Igor ist sicher sofort bereit, euch da zu antworten. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Danke. Danke dir. Danke euch. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik in unserer Sendung und dann bis demnächst. Ja, also.